Simsalabim, Tjulfa ist mal wieder in Poppy Playtime drin. Ich hoffe, du hast abonniert, verstehst? Aber ich wollte für euch nur was Wichtiges abklären, bevor wir mit der Folge anfangen. Ich werde jetzt mal für euch in Erfahrung bringen, wann endlich Kapitel 2 kommt. Wir brauchen ein Release-Datum. Hallo? Ist da Mob Games, die Poppy Playtime gemacht haben? Nicht? Ihr macht Donuts? Ach so. Ja, Donuts darf ich aktuell nicht essen. Ich bin auf Diät. Liefern Sie sofort 50 Donuts zu mir nach Hause. Okay, ich versuche jetzt nochmal mit einer anderen Nummer. Hallo, ist da Mob Games, die Poppy Playtime gemacht haben? Ach ja, jetzt bin ich richtig verbunden. Ich wollte wissen, wann kommt eigentlich Kapitel 2? Ja, genau, hier ist der Tjulfa. Richtig. Ah, Sie kennen die Videos? Super. Was? Kapitel 2 kommt erst, wenn mein Kanal 300.000 Abos hat? Okay. Gut, Leute, ihr wisst es jetzt. Kapitel 2 kommt frühestens in 2 Jahren. Toll. Hey Freunde, damit ein herzlich willkommen zurück bei eurem Tjulfa. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Poppy Playtime Video. Wie Montag. War doch Montag, ne? Ich glaube, es war Montag. Wie Montag schon angekündigt, heute noch eine weitere Folge, wo wir uns dem Gegner stellen, den wir eventuell auch in Kapitel 2 haben. Den können wir nämlich schon ganz einfach aktivieren und das werden wir auch gleich machen. Lasst ihr natürlich gerne wie immer einen Daumen nach oben da und ihr habt es gehört. Abonniert den Kanal, damit wir möglichst schnell Kapitel 2 bekommen. Ein war natürlich alles nur Spaß im Intro. Aber ich freue mich trotzdem, wenn ihr abonniert. Ansonsten schaut gerne mal auf meinem Minecraft-Kanal vorbei. Da ist nämlich gerade eben auch wieder eine neue Folge von Poppy Playtime in Minecraft online gegangen. Und in dem Projekt machen wir es so, dass immer der Zuschauer mit den meisten Daumen nach oben auf seinen Kommentar auf der Map verewigt wird. Also genauso wie in Minecraft FNAF. Deswegen schaut da auf jeden Fall mal rein, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar auf das neueste Video da und dann werdet ihr vielleicht auch auf meinem Minecraft-Kanal verewigt. Schaut also auf jeden Fall mal rein, Link ist in der Beschreibung. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal hier um Poppy Playtime, Leute. Und ich habe es im Video am Montag schon erzählt, der Boogiebot. Wir kennen ihn, hier liegt auch eine kaputte Version von dem. Dem geht's gar nicht gut. Und wir haben ja schon oft vermutet, dass auch diese Spielzeuge vielleicht lebendig sind, dass auch in diese Spielzeuge Kinder oder Menschen eingesetzt wurden. Das ist nicht so cool. Aber dass eventuell diese Spielzeuge, die auch sozusagen, ja, nicht besessen sind, aber die auch Teil von diesen Experimenten waren, dass die auch eventuell Gegner in Kapitel 2 werden. Und deswegen schauen wir jetzt einfach mal, Leute. Ich glaube, Boogiebot ist auch gar nicht gut gelaunt. So heißt der kleine Kerl, ja? Der liebe kleine Boogiebot. Wir könnten eigentlich auch so eine Kiste mitnehmen, ne? So, komm mal mit. So, hier haben wir die Kiste vom Boogiebot Playtime Corporation. Hier ist auch nochmal eine kaputte Version. Ich hab's angefasst. Hier ist auch nochmal so eine kaputte Version vom Boogiebot. Auch mit überall Blutspritzern außenrum. Ich weiß ja nicht. Und hier liegt... Ach, das ist nur ein Babykopf. Okay. So, jetzt machen wir hier mal auf, Leute. Denn hier hinter wartet er jetzt auf uns. Der große Bruder vom Boogiebot. Ich bin mir zwar nicht sicher, wie der in die Kiste reingepasst hat, aber der Boogiebot ist jetzt hier auf jeden Fall. Guck mal, wie er aussieht. Der ist auch richtig... Ist das... Das ist alles voller Blut. Komm mal hierher. Zack. Ja. Da ist er rausgekommen. Er war mal so ein süßer kleiner Boogiebot. Und jetzt ist er hier so eine riesige, eklige Kreatur. Und es ist nun mal wirklich gut möglich, dass wir ihn so in der Version oder vielleicht ein bisschen anders als Gegner in Kapitel 2 haben. Ich meine, unser Hauptgegner wird natürlich Mummy Longleg sein. Da haben wir schon drüber gesprochen. Wahrscheinlich irgend so ein Spinnenvieh, was uns da gefährlich werden wird. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die in Kapitel 2 die Geschütze nochmal auffahren und wir bestimmt auch mehr Gegner haben werden als nur Mummy Longlegs und eventuell vielleicht der Boogiebot, vielleicht auch Catby noch als Zusatzgegner hinter uns her sein werden. Einfach, um uns das Leben noch ein bisschen schwerer zu machen. So, Leute, und jetzt ist der Boogiebot auch schon unterwegs. Aber ich bin jetzt echt gespannt, wie das aussieht, wenn jetzt da seine Hand aus der Tür hängt. Ich meine... Oha! Hä, sein Arm ist ja eigentlich voll dick, aber passt scheinbar. Passt so ein... Das sieht ja mega nice aus. Okay, alles gut, kleiner Boogiebot. Wohl, klein ist er ja jetzt nicht mehr. Jetzt ist er eher groß und gefährlich, der Eklige.
Ein richtig wildes Vieh ist er jetzt. Hier liegt nochmal so eine kleine Version. Guck. Und vor allem hat er halt richtig lange Beine jetzt, ne? Hier ist er noch so halbwegs süß. Und dann ist er einfach richtig creepy, yo. Oh, da ist auch nochmal eine gezeichnete Version von ihm. Ja? Also, ich will halt nicht zu viel sagen, aber schon gut möglich, dass das wirklich ein Gegner in Kapitel 2 wird. Eventuell sieht er dann natürlich ein bisschen anders aus. Aber ich bin echt gespannt auf Kapitel 2. Ich bin sowas von hyped. Lasst mir auf jeden Fall eure Ideen in den Kommentaren da, was ihr euch von Kapitel 2 erhofft und was ihr so vermutet, wer noch so als Gegner auftreten könnte. Ich meine, Mami Longlegs scheint ja auf jeden Fall eine gegebene Sache zu sein. Manche haben ja vermutet, dass Mami Longlegs vielleicht einfach nur für Kissy Missy steht, aber das würde ja keinen Sinn machen. Ich meine, es nennt ja auch niemand Huggy Wuggy Daddy Longlegs oder so, ne? Macht also gar keinen Sinn. Ich glaube nicht, dass Kissy Missy unser Gegner in Kapitel 2 ist. Vielleicht auch einer der Gegner, aber auf keinen Fall der Hauptgegner. Hier guckt jetzt wieder. Oh, warte mal, der Huggy Wuggy ist aber grün gewesen. Ah, Huggy Wuggy verwandelt sich zu Boogiebot. War knapp, hätte fast geklappt. Aber wird gleich natürlich auch interessant, wenn sich der Boogiebot durch den Schacht hinter uns zwängen muss. Ich meine, er hat halt echt einen dicken Kopf, ne? Kannst du sagen, was du willst. Aber der hat echt einen mächtig großen Schädel, der Boogiebot. Das wird auf jeden Fall extrem lustig aussehen, wenn er versucht, uns zu kriegen. Also nehmen wir mal unseren anderen vermeintlichen Gegner, den wir eventuell kriegen. Packen wir mal hier drauf. Zack. Cat Bee wäre natürlich auch ein krasser Gegner. Einfach eine Katze, die aussieht wie eine Biene. Warte mal, das ist eigentlich eine ziemlich gruselige Kombination. Imagine, eine Katze mit Stacheln, Klauen und Flügeln. Digga, nee. Dann lieber den Boogiebot. Wir aktivieren ihn mal. Komm mal raus. Oh, er ist aber echt ganz schön groß. Hi, Bro. Hi, wo sind deine Arme? Oh, die ist ein bisschen buggy. Seine Arme hängen da so. Warte mal. Kommt er hier rüber? Der ist halt ultra groß. Oh, er kommt aber hier rüber. Hey, warte. Stopp, 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 stopp. Kann ich... Hier hinter? Kommt er hier an mich dran? Oh, ich habe gar nichts gesehen, Digga. Einfach kassiert. Aber jetzt lass... Ey, meine Güte. Das ist echt räudig, wie er immer hier angerannt kommt. Okay, jetzt lassen wir ihn einfach mal durch den Schacht hinter uns herkommen. Warte. Zack, let's go. Aber warte, er kommt ja hier noch gar nicht. Ich bin immer verwirrt, Leute. Warte, aber hier. Er hat halt echt einen verdammt großen Schädel, ne? Sag mal ganz ehrlich, guck mal, wie er aussieht. Aber halt... wie er sich mit seinem dicken Kopf durch den Schacht quetscht. Das passt doch gar nicht. Bro, das gibt Kopfschmerzen morgen, ne? Guck mal. Das passt eigentlich null. Passt zero. Oh! Hier rum. Schnell. Aber trotzdem ultra creepy. Vor allem, weil er so voll mit Blut... Ich häng fest, ich häng fest. Oh nein. Er ist direkt hinter mir, oder? Schaffe ich es überhaupt hier ins Loch? Oh nee. Wir waren noch schnell genug. Sein halber Fuß kommt hier durch den Schacht gelaufen. Er ist einfach 7 Meter groß. Boogiebot im Schacht. Come on, Bro. What are you doing? Jo, was ist denn mit ihm? Hey, richtig... Oh, warte mal. Ey. Oh. Das ist aber auch eine knappe Nummer, ne? Okay. Wir ziehen mal an der Kiste. Mach's gut, Bro. Tschüss. Oha. Halt ultra groß, der Boogiebot, ne? WTF. Okay, Leute, richtig, richtig wild. Ziemlich cool, wie ich finde. Bin halt echt gespannt, wie es in Kapitel 2 aussehen wird. Ob wir mehr als nur einen Gegner haben. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir mehr als nur einen Gegner haben. Aber hoffentlich passieren richtig wilde Sachen in Kapitel 2. Ich hätte da ultra, ultra Bock drauf. Aber wie gesagt, Leute, wir bauen gerade diese komplette Poppy Playtime Location. Auch diesen Schacht, den bauen wir gerade in Minecraft nach, auf meinem Minecraft-Kanal. Einfach mal reinschauen, ich würde mich da sehr über Support freuen. Einfach mal rein abonnieren
Und wir sehen uns natürlich auch hier auf dem Hauptkanal im nächsten Video wieder. Wie immer ist jetzt hier unten die Playlist für Poppy Playtime. Ihr könnt hier oben jetzt den Hauptkanal abonnieren oder direkt hier unten auch für den Minecraft-Kanal ein Abo dalassen. Wäre richtig, richtig nice. Und wir sehen uns natürlich im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis dahin.